Servus Leute, da bin ich wieder. Ich bin ein bisschen wandere und zwar mal wieder Bade beim alten Schloss und will mal wieder zum Badertfelsen. Ja, wenn der Bock drauf habt, dann bleibt ihr dabei. Viel Spaß. Ja Leute, ich bin mal wieder Bade im Schwarzwald unterwegs bei Ebersteinburg und habe ja schon mal eine kleine Wanderung gemacht mit einem Video und zwar am Badertfelsen. Mache ich mal hier oben einen Link rein. So, und jetzt bin ich mal auf der anderen Seite und zwar Startpunkt Altes Schloss. Wie ihr hier seht, das habe ich das letzte Mal leider nicht mehr geschafft. Heute habe ich auch wieder viel zu wenig Zeit, wenn ich ehrlich bin. Ich war hier heute wieder Arbeit in der Nähe und jetzt habe ich Feierabend, jetzt habe ich gedacht, wir schauen mal hier vorbei. Deswegen wird es wahrscheinlich ein kurzes Video, ich bin ein bisschen im Zeitdruck, aber ich zeige euch einfach mal die schönste Sache und ich hoffe, es gefällt euch und ihr bleibt dabei. So. Sind wir hier Mitte im alten Schloss drin. Das Licht hier. Krass, richtig geiler Gewölbekeller. Genau. Ich würde sagen, wir gehen mal hoch und schauen mal, ob wir hier irgendwo auf eine Aussichtsplattform komme, dass ich ein bisschen die Aussicht zeigen kann und dann werden wir aber nicht lange hier bleiben beim Schloss. Ich will unbedingt zum Badertfelsen heute. Unbedingt. Oh, da schauen wir gleich mal, ob wir da irgendwie hochkommen. Ja, so wie es aussieht, kommen wir mal da leider nicht hoch. Ich versuche es jetzt mal außenrum. Nämlich gerade eine Baustelle anscheinend. Aber das ist ja nicht so dramatisch. Ich will jetzt zum Badertfelsen. Auf jeden Fall haben wir perfektes Wetter verwischt heute. Es ist zwar arschkalt, nur Minusgrade. Und meine Handschuhe liegen im Auto, habe ich gerade gemerkt. Aber Sonnenschein. Und es wird ein mega Ausblick geben wahrscheinlich. Hier seht ihr die mal, die alte Ruine. Ja, wir kommen leider nicht hoch, aber alles weiter. So, jetzt schauen wir mal. Hier sind wir gerade. Jetzt laufen wir Ritterplatte vorbei. Felsenbrücke. Oh, hier ist ein ganz schön Stückle. Ich habe wenig Zeit. Das letzte Mal sind wir nämlich von hier gekommen. Das heißt, ich gucke, dass wir jetzt so schnell wie möglich hier rüberkommen. Ich will nämlich unbedingt die Aussicht kurz genießen und dann muss ich gleich wieder los. Leider ist alles sehr spontan heute. Also weiter geht's. Mal schaut euch mal die ganze Birke hier oben an. Da war immer für Zunder gesorgt. Ah, und ich sehe jetzt schon, ihr wahrscheinlich nicht, aber ich sehe jetzt schon, wie hier schön das ganze Tal im Nebel liegt. Leid. Ich glaube, das wird ein wunderbarer Ausblick, wunderbare Aussicht von da oben. Ihr hört sich bumm schon wie ein Maikäfer. Geht aber richtig steil der Ruf. Das Kalte noch dazu. Naja. So. Wie gesagt, Gas geweiht. Ich habe nur eine halbe Stunde Zeit. Dann muss ich schon wieder homefahren. Schöne Scheiße. So, ich glaube, wir kommen jetzt zum ersten Aussichtspunkt. Ich denke mal, das ist die Ritterplatte. Puh, ganz schön anstrengend. Was ist das? Also eine kleine Tafel. Oh, Leid. Wird das ein Ausblick? Oh Gott. Ich wünsche dir, wer dabei. Ach, die Scheiße. Guckt euch das so an.
Ich hoffe, die Kamera fängt das halbwegs gut ein. Servus! Echt, es ist so brutal heute mit dem Nebel im Tal. Ich schwenke gleich noch mal kurz da. Aber es ist wirklich Wahnsinn. Ich glaube, sowas habe ich echt noch nicht gesehen. Aber wir müssen auf zum Felsen. War jetzt an der Ritterblatt, war noch ein Fotograf. Extra weg im Nebel gekommen. Es ist brutal. Also ich hoffe wirklich, ihr seht es gescheit auf der Kamera oder auf dem Video später. Ich habe sowas noch nicht gesehen. Es ist wirklich. Das ist. Also für mich ein einmaliger Anblick, ohne Scheiße. Ich liebe sowas. Und Filme konnte jetzt nicht so gut da vorne, wenn er dabei ist. Bin noch ein bisschen mit dem Unterhalten. Aber ich kann ja da nicht neben drauf stehen. Servus, Leute, da bin ich wieder. Bla bla bla. Deswegen gehen wir jetzt schnell weiter zum Badertfelsen. Den hat man ja schon kurz gesehen aus der Entfernung. Schon wieder. Genau, und von dort oben gibt es da nochmal geile Aufnahme, das verspreche ich. Also weiter. So, da oben sieht man noch die Felsenbrücke. Da wollen wir natürlich auch noch vorbei. Da war ich das letzte Mal im strömenden Regen. Das werde ich nicht so schnell vergessen. Heute ist einfach nur. Ich weiß, ich habe schon tausendmal gesagt, das Wetter ist echt perfekt heute. So. Der Weg ist einfach genial. Nicht so 0815 Wanderweg, sondern richtig ein bisschen abenteuerlich und so. Und steil vor allem. Ja, das kenne ich alles noch vom letzten Mal. Da liegt noch Schnee übrigens. Ich glaube, da oben kommt jetzt noch diese alte Eiche, die ich euch dann natürlich auch nochmal zeige. Einfach ein Traum hier. Sieht aus wie in einem Märchenwald ohne Scheiß. Ich glaube, das ist meine alte Eiche. Das letzte Mal hing da, glaube ich, noch ein ziemlich fetter Ast dran mit einem Warnschild. Man soll nicht unter der Eiche verweilen. Verweilverbot, ne? Ach, der ist abgebrochen. Ja, der war das letzte Mal schon extrem dokange. Da liegt er. Wahnsinn, hat's abgerissen. Huh, was ein Koloss, sag ich euch. Hallo. So, dann mal schnell drüber. Hoppala. So, wir kommen jetzt wieder zur Felsenbrücke, die auch wirklich einen richtig geilen Ausblick liefert. Oder wer sollte eigentlich zur Felsenbrücke kommen? Ah, da unten. Ich muss rumdrehen. Brutal, Mann. Aber es wird gleich noch besser. Deswegen müssen wir jetzt erstmal wieder da diese Schlucht runter. Ich hoffe, ich war gleich nicht zu arg.
Aber den Weg muss ich natürlich filmen, weil der ist echt genial. Man muss halt echt aufpassen, weil es liegt teilweise noch Schnee. Im Schatten ist noch alles gefroren. Und da, wo die Sonne kommt, ist schon alles matschig und rutschig. Aber ja, da müssen wir lieber durch die Felsenbrücke. So Leute, jetzt geht's los mit dem Mega-Ausblick. Da gehen wir jetzt gleich rüber. Da ist schon mal ein Schwenk da nun an, in der Badebade. Der Nebel zieht sich jetzt langsam zurück. Ah, einfach ein Traum, sag ich euch. Kommt, wir gehen rüber. So. Die Holzbrücke da. Hoppala. Geht's nur noch? So, jetzt gehen wir erst einmal da hoch. Na, was sagt er? Da sind wir vorher gekommen vom alten Schloss. Jetzt guckt euch das an. Echt brutal. Echt brutal. Gott, bin ich gerade froh, dass ich noch hergekommen bin. Ich weiß, es ist alles ziemlich schnell, ziemlich spontan und ziemlich knapp heute, aber boah, ich bin gerade überglücklich. Es ist ein absoluter Traum, Leute. Und wenn ich so viel babble, ist mir es gerade scheißegal. Ich bin nämlich gerade ein bisschen überwältigt von der Aussicht. Meine Fresse, ich da. Ist das geil. So, und jetzt müssen wir nach Doniva. Das sind die Badertfelsen, da wird viel geklettert. Und da bin ich das letzte Mal drauf geguckt und habe einen Kaffee gekocht. Und wenn ich das heute zeitlich schaffe, dann brauche ich unbedingt einen Kaffee. Also bis gleich. So Leute, wir sind an meinem heutigen Ziel angekommen. Am Badertfelsen. Hier ist die Hütte von der Bergwacht, weil hier wird halt viel geklettert. Ja, wir gehen jetzt zu dem Punkt rüber, wo ich mir das letzte Mal einen Kaffee gekocht habe. Und da will ich jetzt unbedingt wieder nach. Und dann hoffe ich, dass man es zeitlich auch noch langt für einen Kaffee. Aber erst mal wieder. Oh Gott, Mann, ich lieb's so. Ich lieb's so. Guckt euch das an. Guckt euch das an, wie es da nun geht. Einfach der Wahnsinn. Ah, Leute, klappt was. Ich lieb es so hier, echt. Ich lieb so, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Das ist echt. Ich weiß, ich babbel zu viel, aber man guckt es euch doch auf. Guckt euch das auch an. Gibt es was Geileres, Mann? Einfach Wahnsinn. Aber wie gesagt, wir beeilen uns. Dann können wir uns nämlich noch da drüben einen Kaffee kochen. Ich nehme euch mal mit rüber auf den Flick. Noch fast ein besserer Ausblick nach unten. Da hat es echt schwindelig. Ach du Scheiße. Erst mal gucken, ob die GoPro auch richtig fest sitzt. Bevor mal da mal rausschwenke. Wahnsinn. Da vorne ist Felsenbrücke. Das hier sind halt wie gesagt die Badertfelsen. Ja, da drüber wird viel geklettert überall. Hier vor allem. Ein Traum. Ich brauche einen Kaffee. So Leute, ich würde sagen, machen wir uns noch ultra schnell einen Kaffee. Bis
wisst ja, das ist ja Tradition und Pflicht am Paderfelsen. Deswegen schnell, schnell. Alles rausgekramt. Schön im Drangjahr, da geht's am schnellsten. Und los geht's. Tja, Wasserscheiß genug. Das ist mal heiß genug. Ist ja schließlich wieder auf der Rückweg. Aus. Dass der noch ganz abkühlen kann. So. Autsch. So, Leute. Ich trinke jetzt noch in Ruhe meinen Kaffee, der ganz schön heiß ist. Wie gesagt, ich habe meine Handschuhe vergessen. Nehmen wir mal das da. Zu heiß noch. Muss noch ein bisschen Geduld haben. Wenn ich den getrunken habe, mache ich mich schon wieder zügig auf den Rückweg. Da wäre ja nichts mehr viel mit, ich muss mich echt beeilen. Obwohl das Wetter immer geiler wird. Es ist echt Wahnsinn. Ja. War ein sehr spontaner Trip heute. Wahrscheinlich ein bisschen hektisch. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Falls ja, ihr wisst ja, Daumen hoch, Abo, Glocke drücken. Schreibt mal nette Kommentar. Ein Traum, echt ein Traum. Ich mache euch nochmal einen schönen Schwenk da zum Abschluss und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dort noch. Ciao.